So, willkommen zur sechsten Folge Transport über hier auf Gaming Pilze. Ihr seht es vielleicht, ich habe schon mal etwas vorbereitet. Zum Beispiel ist hier auch ein ICE. Also, ja. Vielleicht aber von Anfang an, ich gucke mal, ob man ein geeignetes Beispiel findet, wobei ich fürchte, dass dem nicht so ist. So. Hier hinten vielleicht? Nee, da muss ich mal am anderen Ende gucken. Da haben wir ja auch ein paar Züge hingesetzt. Ja, hier haben wir doch ein gutes Beispiel. Ich habe grundsätzlich ICE-1-Züge auf die Strecke gesetzt, allerdings dadurch, dass diese nicht von dem keine Kostenbot gegriffen werden oder zumindest nicht so, wie ich es jetzt eingestellt habe. Kosten diese entsprechend dann doch Geld und das ist nicht gerade wenig. Wir können mal hier ins Depot gehen. Unter Triebwagen. Und da sieht man auch, dass sie hier 108 Millionen bzw. 15 Millionen kosten. Nur der Duplo kostet nichts. Ja, war auf jeden Fall ganz schön Kohle, die man da reinsteckt. Dafür jetzt die IC3-Züge, aber die können dann demnächst auch aufgegeben werden. So, der IC Düsseldorf. Jetzt war, ach, jetzt war der erste freie Wege, verstehe. Es wird einem doch noch angezeigt, das ist gut, da hinten sehen wir es. Ich habe hier schon mal ein bisschen in Mainz vorbereitet, denn ich würde von Mainz gerne nach Saarbrücken und dann unter Umständen nach Metz und Nancy, sowie dann irgendwann von Basel noch nach Dijon, irgendwie keine Ahnung, wie das heißt. So. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich glaube, ich habe hier die mehr oder weniger sinnhaft falschen Gleise verwendet. Das ist nicht unbedingt notwendig. Es war jetzt einfach, dass wir diese Gleise verwenden. Auch hier würde sich ein Tunnelbahnhof wieder lohnen. Am besten direkt in der Innenstadt, das passt da ganz gut. So, passt das auch von der Gleisaufteilung her? Ja, sieht gut aus. So, da muss diese Straße ja immer weg, sonst komme ich nicht hoch. So. Na, das ist hier die Saar. Beziehungsweise, nee, das ist nicht die Saar, es ist die Mosel mit der Saar, genau. Hier in Saarbrücken, ich sagte der Name ja schon, ist es noch die Saar. Dann in Koblenz ist es dann die Mosel. Kommt es echt bei Mainz die Saar? Nee, hätte mich jetzt auch gewundert, weil ist halt doch eher so ein geringer, etwas kleinerer Fluss. So.
dann einmal kurz diese Straßen hier abreißen. Hier komme ich dann perfekt raus. Ist doch schön. Das mache ich nicht. So. Ich habe übrigens auch schon einen Plan gemacht, wie das mit dem ICE-Netz dann hinterher aussehen soll, zumindest von den deutschen Städten her. Um ehrlich zu sein, bei den französischen und so habe ich mir noch nicht wirklich viel Mühe gegeben. Aber gut. So, die Düsseldorf-Bahn hatten wir noch gar nicht. Geht das auch mit zwei Gleisen? Mit 160 Metern? Ja, danke sehr. Hochgeschwindigkeit ist echt egal. Das sieht jetzt eher aus, als würde er mitten in der Stadt stehen. Tut er zwar auch, aber sieht nicht danach aus, als wäre das jetzt eher so ein kleiner Bahnhof. Sieht eher aus wie einer aus der Industriezeit. Gut, die Anzeigetafeln verraten dies dann doch auch ebenfalls. Kann man hier etwas erkennen? Ich glaube, Gleisübergang Lebensgefahr, wenn ich mich nicht ganz irre. Ah, die Bahnhöfe haben ja inzwischen noch ihren eigenen Sound. So. Das ist ein ziemlich langer Tunnel. Wie ich gerade feststelle, also um genau zu sein, so ziemlich die gesamte Strecke hier. Da würde ich sagen, so ist noch von hier mit Regionalzügen nach Würzburg und Nürnberg gehen. Tut mir leid, aber diese Stadt. Irgendwie diese Stadtlogik halten sich perfekt, um Bahnhof reinzusetzen. Es hat quasi auch immer außenrum die Ringstraße in der Mitte, den Bahnhof. Das wäre einfach passend. Den haben wir auch noch nicht. Die Menge an Gleisen kann man leider nicht bestimmen, deswegen nehme ich einen anderen Bahnhof, weil der muss nicht so groß sein. So, dass er jetzt gerade ein Autosave gemacht hat, ist gut, weil wir uns dieser Bahnhof abschmieren sollte. Was er aber nicht tut, das ist schön. Dann mache ich mal viergleisig. So, bitte 160 Meter lang, wie ein normaler Standardbahnhof auch. Und dann nach Nürnberg. Aber in Nürnberg gibt es dann noch wieder Fernverkehrsanschluss. Passen wäre halt hier wirklich direkt in der Innenstadt auch wieder. Ich mache das Ganze mal Tiefbahnhof sechsgleisig. Brauche ich irgendwie zwei Richtungen? Wäre nicht schlecht. Das heißt, wenn die Einrichtung. Ah. Mache ich nur zwei Gleise. Das lässt sich leider nicht anders regeln. Aber gut, so hier geht es noch ein Stück den Hügel runter. Das heißt, ich hoffe, dass es jetzt nicht für Probleme sorgt. Nein, tut es nicht.
So, hier ist schon wieder der mein Donaukanal. Nein. Ich möchte diesen blöden Fluss da oder den Kanal schiffbar machen hinterher noch. Da würde diese Strecke extremst dabei nerven. Das passt doch schon viel besser. So, und auf nach Würzburg. Glaube, es ist kein Badeprogramm. Es gibt sogar einen Tunnel auf unter einer Brücke durch. Sehr interessant. Hoffentlich ist es auch das richtige Gleis. Ich habe jetzt das Gleis in Richtung Würzburg. Ist einmal hier rüber. Jetzt passt's. Trifft sich gut, wenn die andere Richtung wäre auch ein bisschen komplizierter gewesen wäre, da wegen der Straße. Nein. Das kann ich nicht leiden, aber so. Das sieht doch ganz gut aus. Da kommt hier noch, ich hab noch die Weiche rein. Das ist eine. Das ist keine Kreuzweiche wird, sollte klar sein. Ich versuch's trotzdem mal. Oh. Dann hat zumindest nichts damit zu tun. Das ist doch schön, dass das geht. Nein, so hoch doch auch wieder nicht. Mann! Habe ich ja gesagt, dass es so kompliziert werden muss. Ich meine, dies nicht gesagt zu haben. Das Problem ist halt einfach, dass der Hauptbahnhof durch seine Lage richtige West-Ost-Verbindungen verhindert. Dann würde ich sagen, ich gehe erstmal in den Tunnel rein. Dadurch, dass wir auch nicht unter Main durch müssen, passt das ganz gut. Das ist das Gleis in Richtung Frankfurt. Hier ebenfalls, das passt. So, damit haben wir einen weiteren großen Regionalexpress, der sich in Frankfurt und Mannheim mit dem bereits existierenden Regionalexpress kreuzt. Oh. So, hier geht dann für den Zug 60. Was kann man denn hier fahren? 70. Habe ich sogar ein Schild. Das passt dann doch eher. Was? Okay. Alles klar.
So. Im Endeffekt schaue ich dann hier einfach der Logik halber noch ein einfaches Hauptsignal auf. In dem Fall ÖBB Fahrt. So. Machen wir dieses kleine aber. So, es ist theoretisch sogar eine potenzielle ICE-Strecke. Aber ja, so. Testmesser für meinen Tunnel gesetzt. Wie sieht's aus? Es passt aber. Ist das normal? Ich weiß es nicht, aber ich glaube eigentlich eher weniger. Wir schauen mal. Scheint so. Ah. Okay, verstehe. Das hat was mit dem Straßentyp zu, mit dem Schienentyp zu tun. Okay, sehr interessante Information. Also ein Tunnelabschnitt. Hier ist sogar noch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, einfach aus dem Grund, dass hier eventuell auch mal dann noch ICEs fahren sollen. Aber die sollen ja nicht aufgrund der Gleise ausgebremst werden. So, das passt soweit. So. Dann hier ist eine ungewöhnlich lange Signallücke. Hier sind ja sowieso Signal und dann muss ich hier wieder neue setzen. Darf man sich aufregen? Ja, ich glaube schon. Ist zum Kotzen. Ich hasse das, wenn die Züge einfach irgendwelche Abkürzungen nehmen, die sie nicht sollen. So, das ist gleich in Richtung Frankfurt.
Das heißt, Tunnel, getunnelte Regionalgleise haben diese alte Tunneltextur, genau. Außer diese Straße. Nee, der hat gar keine, okay. Ich weiß zwar, was der Fehler ist, aber trotzdem so. Ist irgendwo ein Autobahntunnel? Ja, hier. Der hat aber so ein Kies, so eine Kieswand, okay. Naja, so sah auf jeden Fall die Textur ganz früher aus. Und ja. So. Im Endeffekt geht es jetzt weiter mit Signale setzen. Und zwar hinter Frankfurt. Sind wir jetzt einfach zu blöd. So. Falls sich übrigens jemand fragt, warum ich am Bahnhof jeweils Signale davor und dahinter setze, das hat folgenden Grund. Bei Transportschwer haben die Bahnhöfe zwar schon ein integriertes, also ein Ausfallsignal. Wie es heißt, allerdings gelten diese nur für Züge, die in diesem Bahnhof auch halten. Das bedeutet, wenn jetzt hier ein Zug durchfährt und hier ein Zug im Bahnhof steht, wartet der Zug, der hier nur durchfährt, hier vorne, also würde ich diese Signale nicht haben, so lange, bis der Zug hier hinten weg ist. Das wäre manchmal einfach, würde einfach manchmal zu lange dauern. Und von daher habe ich das einfach so gemacht. So. Nicht mehr allzu lang. Ja, genau. So, A1, das ist in Nürnberg, Würzburg. Frankfurt. Frankfurt. Saarbrücken. So. Jetzt zeige ich euch mal noch eine coole Funktion und zwar, das kann man hier ohne Probleme eingeben. Die AE-Züge haben bei mir übrigens hinter der Buchstaben. Kombination eine
Pause, die Regionalbahnen nicht so jetzt bis nach Mainz oder nach Saarbrücken. Ups, das war zu viel. So. Einmal hier entlang, einmal hier und das war es dann soweit. Dann auch hier wieder neue Züge. Habe ich die Dings drin? Ja, habe ich. Okay. Ah, ich habe auch noch die drin. Solange die mir nicht abstürzen, ist gut. So. Einmal schauen, was wir für Waren nehmen, was wir für Loks nehmen könnten jetzt. Die habe ich übrigens schon mal in echt gesehen. So. So, einmal mit Interregio-Wagen. Ich fülle bis zu 50 auf. Und dann werden wir diese mal zuweisen. Auf den Regionalexpress mit der Nummer. Mit der Linie Nummer 1. So. Ich mach mal ein bisschen schneller. Wir schauen uns das Ganze hier mal im Bahnhof an. Terminalaufzahl sieht echt ganz gut aus. Bisher hat jede Linie bis auf die eine Linie, die da berechtigt das nicht hat, ein eigenes Terminal. So. So. Im Endeffekt blockiert der ICE momentan tatsächlich alle Züge. Weil zum Beispiel die neuen RE-Linien auch nicht da lang wollen. Ich glaube, ich werde mal bei der ICE-Linie 1. Ja. Ein paar Wegpunkte setzen müssen. Da hat sie prima alte, also prima kleine Sperrsignale, die sich dafür ganz gut eignen, insofern der Platz hierfür ist. Da muss ich gleich nochmal schauen, auch hier gilt. Hier haben sie es ja schon hingekriegt. Hier nur auch noch nicht. Einmal vor dem ICE nach Frankfurt am Main, einmal hier entlang und einmal vor Frankfurt am Main hier entlang, genau.
Damit sollten sich die Züge nicht mehr so stark in die Quere kommen. Zumindest können die ICE-Linien gleichzeitig ein- und ausfahren. Was halt auch einen Riesenvorteil im Fernverkehr bedeutet. Das verstehe ich zwar nicht ganz, aber muss man auch nicht. So, damit werden zumindest die, damit wäre zumindest der IC3 gleich raus. Sieht ganz gut aus, solange nicht der nächste schon wieder wartet. Tut er aber. So. So. Ach, da drehe ich jetzt noch ein IC1 von hinten durch, oder? Ja. Zwei müssen warten, einer darf fahren. So. So. Bin gespannt, wie lange jetzt die Regionalexpress-Züge noch brauchen. Noch steht ja sogar welche im Depot. Es ist irgendwie schon gemein. Aber gut, kann man schlecht was ändern. Das meine ich nämlich genau. Jetzt können die ICEs ziemlich parallel einfahren. Auch wenn man jetzt deutlich merkt, dass der ICE3 in Doppeltraktion viel, viel länger braucht. Auf was wird denn hier gewartet? Auf den A1 Richtung Mainz auch. Okay.
es wäre auch echt mal gut, wenn die hier besser rauskämen, aber es ist, glaube ich, eher schwierig. Es ist zumindest der ICE-Stau abgearbeitet, das ist gut. Jetzt sollte der nämlich auch direkt reinfahren dürfen. Nein. Jetzt aber. So. Wie lange braucht ihr jetzt noch? Ich hoffe nicht allzu lang. So. Ich hoffe tatsächlich mal, dass die Züge demnächst aus dem Depot raus sind. Aber das sieht ganz gut aus. Die Mitfahrt machen wir dann im nächsten Video, aber hier sieht man auch ganz schön wieder, was das für einen Vorteil hat, wenn man die Strecke so baut. Denn da kommen jetzt zwei Züge kurz hintereinander. Auch hier wieder werden gleich zwei Züge ausgespuckt, einmal ein IC3 und hinterher noch ein IC1. Oh, der IC Duplo sogar. Der ist jetzt auf dem Weg nach Karlsruhe. Da kommt schon wieder ein IC3. Es geht technisch ziemlich schnell auch. Währenddessen werden hier quasi mal die Kanten geglättet. So, man merkt hier schon, dass es ein Autobahnkreuz ist. Hier kann man leider nicht so viel glätten, das ist schade. So, um das zu beheben, müsste ich das komplette Kreuz nochmal abreißen. Da würde ich noch einmal überlegen, ob ich das so mache. So, wir schauen uns jetzt hier nochmal die Parallelausfahrt zweier Züge an. Der fährt jetzt gerade 74, der auch. Dürfen sich aber relativ zügig dann gleich hier wieder einholen. Weil vor allem die beide auf ein Gleis müssen. Ich bin mal gespannt, wer früher rollen darf. Na gut, der natürlich früher da ist. Wie schnell fährt er jetzt? 45. Wo warten die hier? In Richtung Frankfurt? Ja, tatsächlich.
ein paar Leute warten noch hier, das ist aber überhaupt nicht so dramatisch. So. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wie viele hier warten. Via Kassel, via Köln. Okay, naja. So, das war's auf jeden Fall jetzt mit Transport Fever der 6. Folge. Die 7. Folge kommt dann 2 Tage oder je nachdem, wann. Die 7. Folge kommt dann auf jeden Fall demnächst. Bis dann und tschüss.